Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Patrimonium. Wir gehen diesmal in die Garage rein. Irgendwie erinnert mich das Ding an was. Ich weiß aber gerade nicht an was. Auf jeden Fall. Wir sind drin. Yippie. Wir haben einen Kittel. Ein älterer, gebrauchter und etwas verschmutzter Laborkittel. Die Taschen sind leer. Schade. Ja. Hier wurde ein Fahrzeugkarosserie zu einer seltsamen Maschine mit einem Hebel umfunktioniert. Ihr Zweck ist mir nicht ersichtlich. Ich kann jedoch deutlich Wasserrauschen hören. Okay. Sie sind leer. Sie sind immer noch leer. Hier in der Ecke steht eine Umzugskiste aus Karton. Wollen wir mal gucken, ob wir die nicht öffnen können? Da sind Unmengen rote Zeltheringe drin und neben gebrauchten Laborzubehör ein einziges sauberes Reagenzglas. Ich habe es eingesteckt. Okay. Können wir dann die Tür hier öffnen? Das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist doch einer dieser zwei Schränke. Mitarbeiter des Monats? Auf diesem Namensschild steht John Jackson. Und auf diesem Namensschild steht Jack Johnson. Das sind die beiden Namen. Mal sehen, was Peter dazu zu sagen hat. Ja. Jack Johnson spielt während eines wunderschönen Sonnenuntergangs Gitarre. Ich wünschte, ich hätte Zeit für sowas. Moment mal. Jack Johnson? Sie ist abgeschlossen. Weder Strom noch Signal. Das ist eine Notiz auf pinkem Papier, zum Teil von dem Plakat verdeckt. Was darauf stehen kann, kann ich von hier aus nicht lesen. Ein lila Notizzettel. Darauf steht: Johnson, falls Sie die vier Zahlen der Kombination für den Tresor wieder vergessen haben. Die ersten beiden Zahlen sind am Safe wie gehabt abzulesen. Beginnen Sie mit der kleineren Ziffer. Die anderen beiden Zahlen sind Primzahlen, wobei die letzte um zwei größer ist als die vorletzte. Mit freundlichen Grüßen, Branda. Vergessen Sie nicht, dass sich darin streng vertrauliche Dokumente befinden. Enttäuschen Sie mich nicht wieder. Okay. Auf dem Plakat steht irgendein französischer Text. Ich kann aber kein Französisch und das ist auch gut so. Hier steht allerdings eine 1, gefolgt von etwas Text, den ich nicht verstehe. Dann kommt eine 2 und abschließend steht dann da 3, Profit. Okay. Es ist offensichtlich kaputt und hat keinen Strom. Ping. Supi. Ein Tresorschrank. Darin befindet sich etwas. Und zwar streng vertrauliche Dokumente, wenn man den Notizzettel, den ich fand, Glauben schenken darf. Die haben wohl Jackson und Johnson hier vergessen. Oder sie haben die Kombination nicht mehr gewusst. Ein Tresor, ja. Bla 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 bla. Benutzen wir einfach mal den Tresor. Welche Zahlen soll ich als erstes einstellen? Als erstes nehmen wir die 4.
Die zweite, die 6, wie man oben auf der Uhr ablesen kann. Die dritte, 5. Und die vierte, 7. Das war die richtige Kombination. Ding, 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 ding. Yippie-yay. Moment mal. Das sind von einem unabhängigen Institut vorgenommene Gentoxitätsteste dieses Semtech-Labors in der Al-Azhar Street von vor etwa 2 Monaten. Und nach internationalen Kriterien sind die Abwässer eindeutig mutagen. Das sollte ich unbedingt Peter zeigen. Okay. Ja, das haben wir gerade gelesen. Vielleicht können wir ja noch die gute alte Technik mit Schraubenzieher und Schublade öffnen machen. Ich stochere mal mit dem Schraubenzieher im Schloss herum. Jetzt ist sie aufgeschlossen. Schau mal rein. Was haben wir denn da? Eine Semtech Security Keycard. Yippie! Dann wollen wir mal gucken. Da müssten wir eigentlich jetzt alles gefunden haben, was wir zu finden haben können. Und wir haben ja ein Reagenzglas bekommen, mit dem wir eine Probe nehmen können. Das ist das Reagenzglas. Das Abwässer schießt. Wenn man davon erzählen möchte, ich damit lieber nicht in Kontakt kommen. Vielleicht finde ich einen Weg, es etwas zu regulieren. Ich lese das Ganze nochmal vor, weil ich den Anfang verpasst habe, weil ich gerade nicht drauf geguckt habe. Eine ekelhafte Suppe schießt aus den Rohren in den Fluss. Ups, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Das Abwasser schießt zu stark aus den Rohren. Und wenn davon Lebewesen mutieren, möchte ich damit lieber nicht in Kontakt kommen. Vielleicht finde ich einen Weg, es etwas zu regulieren. Okay. Haben wir ja nicht so viel verpasst. Und holy shit, ich habe gerade gedacht, mein Spiel kackt ab. Benutze Hebel. Der Hebel ist wieder nach unten geschnappt. Sie lässt sich nirgendwo bis auf dem Deckel öffnen. Öffne den Deckel. 2 Anschlüsse, einer rot, einer schwarz. Das Aussehen dieser Maschine zu urteilen, kann man hier vielleicht eine Autobatterie anschließen. Denke ich mir auch. Dann müssen wir halt mal zu unserem lustigen Truck gehen. Wo möchten Sie hin, Effendi? Ich kann mein Taxi nicht quer durch die Wüste fahren. Da brauchen Sie schon ein größeres Gefährt. Ja, dann gehen wir hin zum Truckverleih. Hallo. Öffne Motorhaube. Die Autobatterie könnte mir weiterhelfen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mir kurz die Autobatterie ausborge? Nein, bedienen Sie sich. Die Zufriedenheit unserer Kunden wird bei uns großgeschrieben. Vergessen Sie aber nicht, sie wieder zurückzubringen. Sie haben den Truck nur geliehen. Bei uns wird auch die Zufriedenheit unserer nächsten Kunden großgeschrieben. Jo, werde ich schon bestimmt wieder zurückbringen. Wohin soll's gehen, Effendi? Auf wieder zum Labor. Und diese lustig aussehende Maschine benutzen. Benutze Autobatterie mit Deckel. Ich schließe die Autobatterie an. Wie war das noch gleich? Schwarz ist rot und Plus ist Minus. Klick, klick. Coole Sache. Benutze Hebel.
Okay, wir haben das Abwasser abgeschaltet. Jetzt können wir sicherlich das Reagenzglas mit dem tropfenden Abwasser benutzen. Das sollte reichen. Ich frage mich, ob dieses Abwasser tatsächlich eine so mutagene Wirkung hat. Ja, dann probieren wir das. Warum ist eigentlich mein Ziel hier so eingeleuchtet? Dankeschön. Dann probieren wir die Probe einfach doch mal an unserem guten kleinen Igel Oscar aus, der kein Igel ist, sondern eine Pflanze, aber das interessiert ja keinen. Oscar, alter Junge, bist du durstig? Erstaunlich. Seine Stacheln sind gewachsen. Ich sollte unbedingt nochmal eine Probe von diesem Abwasser nehmen und sie Peter zeigen. Oh, jippie. Dann benutze nochmal das Reagenzglas mit. Das sollte reichen. So, ich glaube, fürs Erste sind wir hier fertig und könnten zurück zu Peter. Ich mache dann aber erstmal hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.